Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der ist geil in der Stadt, dann haben wir eine Runde Let's Play Real Life Yu-Gi-Oh! Mal wieder seit Ewigkeiten mit dem Slay. Hi Leute! Weißt du, als ob du hier alleine wärst. Slay. Ja. Geht auch gegen mich selber, Slay. Man muss sagen, das Deck, was ich bis jetzt benutze, funktioniert an sich sehr gut, wenn ich die Karten alle kriege. Gegen sein Feen-Deck habe ich gestern zweimal hintereinander gewonnen. Dann beim dritten Mal hat er halt einmal einen super Combo raushauen können, das war's aber auch dann. daher, falls es jetzt nicht so gut laufen sollte, seid ihr schon mal vorgewarnt. Damit ich nicht ganz wie ein Blöder dastehe. Wollen wir erstmal hochheben, gucken, ja, wie er anfängt? Ja, ich hab nur 0. Ich hab 4. Oh. Weil er kennt so viel. Ja! 0. Ja, weil er kennt halt gar nichts. Er kennt 0, Alter. Egal. Okay, dann Ah ja, und wir spielen nicht nach aktuellen Turnierregeln. Nein. Weil es Skylar die nicht mag. Ich habe ein Smiley mit einer Zunge. Sieht man das überhaupt? Ja, man sieht es. Ich habe eine Faust. Ein Brofist. Und, ja. Ihr habt ja gesehen, was ich jetzt gerade spiele. Ich spiele hier die Bujingi. Bujin. Karte verdeckt. Und Bujin Arasuda im Angriffsmodus. Oh mein Gott, das hängt schon wieder an. Okay. Wieso zu toppen habe ich ein weißes Haar in meinen Karten? Okay. Damit habe ich schon fertig. Und du bist. Dann ziehe ich. Ja, gepupst! Sau. Schweinehund. Alexandrie-Drache im Angriffsmodus. Mhm. Set eine Angriff. Jetzt. Juhu, 400 Schaden. Ich bin? Ja. Ich ziehe eine Karte. Bei der Animation Tenki darf ich mir ein Monster von Typ Ungeheuer Krieg auf die Hand holen. Hi. Und ich wähle Bujin Mikatsuchi. Mystische Raumteifung auf deine. Verdammt! Verdeckte. Karte verdeckt. Und. Mikatsu, der hat jetzt 1,9, ne? Der hat jetzt 2. 2? Mhm. Ach, der hat schon 1,9. Okay. Der hat schon 1,9, ja. Du bist dran. Okay. Ich fühle mich eindeutig getrollt von meinem Deck. Schimmerdrache. Mhm. Xeed. Mhm. Nehmen wir mal. Standard. Utopia. Ja. Utopia Angreif. Ja, kann ich nicht ohne viel Sinn machen. Juhu, nochmal kommt von mir. Ich habe so viele gute Karten auf der Hand. Und du? Warte, dann aktiviere ich die Feinkarte lockendes Licht. Ich gehe zwei Lichtmonster auf den Friedhof und nehme mir meinen Bujina Rasuda und Mikatsuchi zurück auf die Hand. Oh mein Gott, wie kannst du nur? Ziehe ich eine Karte. Okay. Ich finde Feuerformation Tanky sieht in Gold Ramp viel besser aus als im Kampf. Aber es könnte auch liegen, dass ich generell Gold Ramp habe. Tierisch Liebe. Ah, Gold Rares. So, Piat Deck besteht mittlerweile zu fast 50% aus Gold Rare Karten. Das ist so schön. Ja, es glitzert so toll. Okay. Wo ich mein. Mikatsuchi. Hi. 2. Und, Ende mein Zug, aktiviere den Effekt von Bujingi Hase.
Er kann jetzt wieder einmal im Kampf nicht durch Karteneffekt oder durch Kampf zerstört werden. Einmal? Mhm. Okay. Und ich denke, Ja, ich kann denken. So. Und dann war's das schon. Karte ziehen. Ich gebe einen Effekt von Virginia Schwert. Ich nehme meinen Virginia Hase zurück. Ich bin verbrannt auf dem Friedhof. Wie kannst du noch? Rufe Arasuda. Exit. Hi. Sind jetzt natürlich zwei Ungeheuer Krieger. Ungeheuer Krieger, das heißt. Du kannst diesen komischen Überspacken da rufen. Dann rufe ich den. Fujitei Kakutsuchi, wenn der als Exit gerufen wird, werden die ersten obersten Karten auf dem Friedhof. Ich sag das für die Zuschauer. Ich habe gerade nicht daran gedacht, dass wir aufnehmen. Die ersten obersten 5 Karten von meinem Friedhof von meinem Deck auf den Friedhof legen. Und für jedes Bujin-Monster kriegt er 100 Angriffspunkte extra. Für jede Bujin-Karte, oder nicht? Ja, für jede Bujin-Karte. 1, 2, 3, 4, 5. Das waren 4 Karten, das heißt, er hat 2, 9, 3000. Und sein weiterer Effekt ist, wenn ein ungeheuer Krieger durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden würde, dürfte die eine Karte abhängen. Dann hätte sie das erledigt. Jetzt ich mal kurz gucken, was ich auf dem Friedhof geschmissen habe. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das ist nicht weiter schlimm. Dann. Warte mal. Nein, das ist nicht dafür. Zauberfeinkarte. Nee, das ist nur, wenn er als Ziel geht, ein Budget-Monster. Kann ich aber nichts großartig jetzt ändern. Habe ich schon ein Monster gespielt? Ja, ich habe Dingens gespielt. Mhm. Das heißt, das war es dann auch erstmal. Das heißt, ich greife dann Utopia an. Perfekt, Utopia. Ab. Und damit beende ich meinen Zug. Ja, machen wir das so. Ruf des Silbernen, Alexandrit. Mhm. Ich opfere meinen Schimmerdrachen und mein Alexandrit. Ja, mein weißer Drachen. Mhm. Und glaube ich, das Deck kann doch so. So. Battlephase. Mhm. Utopia Angriff. Was passiert denn? Ich habe mehr Antika. Bujin Hase. Kann einmal nicht durch Karteneffekte oder sowas zerstört werden. Durch Kampf oder Karteneffekte. Er hat ja nichts dran, dass du 3000 Schaden kriegst. Jo, den Schaden kriegst du oder so dann, ja. Main Phase 2. Und das Wüster. Ich störe deine Zauberer mit der Feinkarte. Ey, das bringt ja nichts, du annullierst die. Du hast sie. Aber ich aktiviere die ja. Du annullierst die Aktivierung ja nicht. Nee, ich zerstöre die Karte. Ja, das bringt ja nichts. Der Effekt geht ja trotzdem durch. Geht der trotzdem durch, meine Freunde? Ja, geht er. Weil das würde da stehen, annullieren. Außerdem kannst du keine Karte zerstören, die ich von der Hand aus aktiviere. Ah, warte mal, falsche Karte. Entschuldigung, da. Ja. Sehr schön. Annulliert den Effekt. Falsche Karte. Warte. Ich wähle nicht als Ziel. Das ist kein Ziel in deinem Pack. Oh, dann machen wir es halt so, mit dem Scheiß hier, damit du jetzt mal zufrieden bist. Das hat nichts mit zufrieden zu tun, wenn du deine Effekte nicht kennst. Doch, ich kenne sie ja. Teilweise. Ey, es ist halt verdammt schwierig. Jeder hat irgendwie 50.000 Effekte hier. So, bin ich? Ja. Gut. Mein. Geht doch. Warte mal, wie viel hat er jetzt überhaupt? Der hat 400, dann 500, 2.000 hat er. Der hat 3.000. Richtig. Danke auf ihn. Wir sind hier ja, Utopia. Nicht. Ach, scheiße, geht doch alle. Fuck, okay, ja gut, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Und dann eine Karte verdeckt und aktiviere das
Jin Insignien, das Schwert. Ich hole mir eine Karte von meinem Friedhof, die Hand zurück. Und du bist dran. Rettungskaninchen. Kaninchen, Effekt. Stopp. So. Einmal, zweimal. Exit. Nummer 101. Lautlose Ehre Arg. Ich hänge jetzt meine beiden Materialien ab und nehme ein spezial beschworenes Wortsack von dir und hänge es als Material dran. Nicht, wenn er zerstört? Verdammt. Okay. Dann war das jetzt eindeutig mein Fehler. Puh, Scheiße. Also ich habe jetzt Budini Schildkröte aktiviert, um jetzt mal klarzustellen. Wenn ein Spiel zu ist eines beliebigen Spielers, wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, die oder der ein Budini-Monster, das du kontrollierst, als Ziel wählt, du kannst diese Karte von deinem Peter verbannen und annulliere den Effekt. Wie? Du. Ich will. So. Dann auf ein neues. Exit. Du musst ja schon zeigen, was du beschwörst. Ich kann jetzt im Endeffekt nur eine einzige Variante halt rufen, unser Bujintech Susanovo. Diese Karte kann alle Monster, die dein Gegner kontrolliert, einmal angreifen. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Exit-Material von dieser Karte abhängen. Nimm ein Bujin-Monster von deinem Deck, füge es entweder deiner Hand oder hinzu oder lege es auf deinen Friedhof. Das mache ich auch im Endeffekt jetzt direkt. Und zwar lege ich Bujin die Hase im Friedhof. Darf mir jetzt eine Karte entweder auf die Hand oder auf den Friedhof legen. Ich hole mir Bujingi Kranich auf die Hand. Der hat jetzt 2,5 im Endeffekt. Der darf jedes Monster einmal angreifen. Das heißt, er greift einmal den weißen Drachen an. Bujingi Kranich, der hat jetzt 5000 ATK und verliert 2000. Ja, die Grund-ATK werden verdoppelt. Grund-ATK? Oder nicht? Ah, nein, runterdrücken. Okay, hast recht. Das heißt 4,8, das heißt 1,8 verlierst du. Nee, 1,9, du kriegst ja noch 100 durch Tanky. Ja, aber nur durch die Grundartikel. Ach ja. Stimmt, dann krieg ich das auch noch, ja. Mann, dann greift er da ein Ding jetzt nochmal an. Ja, krieg ich keinen Schaden. Jean Kranich. Wenn du Topia angreifst, weil wenn sie als Zielfeuer gewählt wird, wird sie sofort zerstört, wenn sie kein Material hat. Und den einmal Attika. Autsch. Das heißt, du verlierst dabei dann 300, nee, 500, 400. 400. Und dann nochmal 2... Nee, 3000. 3000 direkt. 1,8, da hast du nichts. Warte, 1,9, 400, 2,3, 3000 sind 4,9. Habe ich dir noch woanders abgezogen? Nee, ne? Nein. Dann ist abgezogen, ne? Nein. Dann nicht, dann nicht. Okay. Ja. Damit habe ich fertig. Kann ich nicht mehr großartig machen. Jetzt kommt da eine Runde zu spät, Sauerei. Bin ich? Ja. Karte. So, da waren Krümelchen drin. Okay, ja, dann greife ich mit meinem Bujintei an. Ui. Und mit 3 direkt. Jo. 7,9 hast du verloren. 100, ja, 100 hast du noch. Die reichen zum Gewinn. Theoretisch. Ja. Hetzekarten, nehmt mir! Und dann haben sie irgendwie einen unnötigen Effekt, der eigentlich gar nicht da ist. Ey, ich habe eine magische Karte, die mich jetzt rettet. Das ist ja. Ja, aber bei Yu-Gi-Oh! Der ersten Staffel ist das so unlogisch. Der ja. Elfen mystische Elfe, irgendwie unkürzlichen Effekt, dass sie die ATK irgendwie wechseln kann, weißt du, was eigentlich gar nicht ist, aber egal, gut, du bist dran. Die war's nicht. Woo, ich hab gewonnen! Das war mit Umwegen, aber ich hab gewonnen. Ah. Ja, das ist ein guter Deck. Ja, machen wir ein Match-Duell oder machen wir... Nein. Ach Mann, das geht doch jetzt so schnell. Das ging nicht schnell, ging lang genug. Nein, das ging viel zu schnell. Nein, und ich hab Scheiße gezogen. Ja, gut gezogen.
Im Endeffekt, sobald du ein Monster von Typ Ungeheuer Krieger irgendwie auf dem Spielfeld hast, funktioniert das Deck ganz gut. Man muss halt ein bisschen Vorbereitung noch machen halt, und solange der Gegner die Zeit gibt, sollte man es auch nutzen bei diesem Deck. Dann kannst du halt wirklich viel Vorarbeit leisten hier. Ja, yeah, ich konnte ja keine Kombis spielen, hab ja keine gezogen. Ich hab ja die ersten paar Runden als Normalmonster. Ja gut, du hattest aber ein paar Karten, um mich halt ficken halt, ne? Ja gut. Du hattest zwei Exit-Monster, weißen Drachen, dann hast du noch Drachenwohlen Zerstörung gehabt. Ja, aber das war so ziemlich alles. Aber ich hab halt viel zu lange gebraucht, um den Meister aufs Feld zu rufen, weil ich die Kombis dafür halt einfach nicht gezogen hab. Ja. Ich mach demnächst mal ein Profiling davon. Der Axios und der, ich nenne jetzt einfach mal Naiko, weil wir haben noch keinen Namen für ihn, wird demnächst mitmachen, also sprich ein paar Deck-Profiles mal, ein paar Duelle aufnehmen, der Slay wahrscheinlich auch nochmal wieder mit dabei, damit ihr mal Bescheid wisst, dass wir wieder ein bisschen so mit Yu-Gi-Oh! Mal wieder rangehen wollen. Das ist halt nicht untergegangen. Ich glaube, viel zu wenig. Ist halt nicht untergegangen, es ist halt kein Yu-Gi-Oh!-Kanal, es ist ja, halt gut. Ein Let's Play-Kanal. Ich kenne nichts, gut ankommt. Ja, ein paar Mal. Gut, ja, bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Was wollte ich noch? Ich wollte noch irgendwas mal sagen. Ding, ding. Ja. Ach so, ich habe noch so ein, zwei Anliegen, und zwar, ich habe einmal so Pokémon World, also Pokémon Spiele online-mäßig gesehen. Habt ihr Interesse, dass ich das mal so ein bisschen vorstelle, ein bisschen let's teste? Und ich habe noch ein Warhammer Dark Crusade 40k auf meinem PC gefunden. Mega sweet, und es funktioniert auch. Soll ich davon auch mal ein Let's Play starten oder nicht? Das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ansonsten mache ich es einfach. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen, denke ich zumindest. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns irgendwann mal online. Ciao, ciao. Salsa.